Dann das Thema Gesundheit, das ist auch nicht viel besser. Ich bin kein Gesundheitspolitiker, aber ich habe in meiner Außenministerzeit mich ein bisschen umsehen können, nicht nur in Europa, sondern in der Welt. Ich glaube, ich kann inzwischen sagen, das, was wir haben, das ist so ganz schlecht nicht. Wir sind da im Vergleich zu vielen anderen Ländern auf dieser Erde in der Gesundheitsversorgung nicht ganz so schlecht dran. Ich will sagen, da gibt es auch was zu verlieren im Bereich der gesundheitlichen Versorgung. Und dann haben wir da einen jugendlichen Gesundheitsminister. Rösler heißt der. Der weiß von alledem nichts. Aber er glaubt zu wissen, dass sich vor ihm noch nie jemand Gedanken gemacht hat über die Zukunft der Gesundheitsvorsorge in Deutschland. Und was macht er dann? Er kündigt eine Revolution an. Die hat er angekündigt und dann hat er angefangen nachzudenken. Und hat nachgedacht und wir haben immer wieder gefragt, wo bleibt die Reform? Hat nachgedacht und nachgedacht. Und dann kam eine Beitragserhöhung. Da kann ich nur sagen, das hätten wir auch gekonnt. Dazu brauchten wir keine Revolution. Aber deshalb sage ich es gar nicht, sondern ich berühre das Thema hier, weil unter dem Ärger über die Beitragserhöhung etwas ganz anderes völlig untergegangen ist. Und liebe Genossinnen und Genossen, das hat die Öffentlichkeit noch nicht so richtig erkannt. Da tickt eine Zeitbombe. Das Schlimmste, was man entscheiden konnte, und das hat die Regierung leider entschieden, das Schlimmste, was man entscheiden konnte, ist der Stopp der Arbeitgeberbeiträge zu den Krankenkassen. Was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes, liebe Genossinnen und Genossen, als dass in Zukunft jede Kostensteigerung, sei sie aus den Fortschritten, die wir uns bei der Medizin ja immer noch erhoffen, sei es aus gestiegenen Arzneimittelkosten, die wahrscheinlich auch nicht ganz zu verhindern sind, oder sei es aufgrund der Alterung der Gesellschaft, weil die Menschen Gott sei Dank älter werden und mehr ärztliches Wissen in Anspruch nehmen müssen. Drei Quellen von fast unvermeidlichen Kostensteigerungen. Und die werden eben in Zukunft nicht mehr aufgeteilt, sondern die fallen alle einseitig nur noch den Arbeitnehmern, den Versicherern zu lassen. Was soll daran gerecht sein? Das legt Axt an das Solidarprinzip in der Gesundheitsversorgung, in der Krankenversicherung. Das ist der falsche Weg und der gehört abgewählt. Und dann frage ich mich, wie Florian auch, was ist dann eigentlich aus dem kleineren Koalitionspartner geworden? Was ist eigentlich aus der FDP geworden? Das war ja früher mal vor 30, 40 Jahren eine durchaus respektable Partei. Auch hier in Bayern. Prägende Persönlichkeiten kamen von ihr, Herr Thomas Dehler. Es gab vor 30, 40 Jahren viele Liberale, bei denen sich das Zuhören gelohnt hat. Auch für uns. Auch wenn wir unterschiedlicher Auffassung waren. Willy Brandt und Helmut Schmidt haben mit den Liberalen zusammen über viele Legislaturperioden hinweg dieses Land modernisiert. Dieses Land von manchem konservativen Muff befreit, den es doch gab. Und heute, was ist das für eine FDP? Nur noch laut, nur noch krawallig. Das ist die FDP von Guido Westerwelle und Birgit Homburger. Und falls Sie es vergessen haben sollten, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger ist Bundesjustizministerin. Die alle miteinander, liebe Genossinnen und Genossen, die haben alle miteinander ein großes Problem. Die glauben nämlich alle miteinander an den Quatsch, den sie 11 Jahre lang in der Opposition geredet haben. Und das rächt sich jetzt. Die FDP, die ist inhaltlich am Ende, die kämpft um ihre Existenz. Und nachdem die große Seifenblase Steuersenkung geplatzt ist mit lautem Knall, da ist nichts von ihrer geblieben. Die FDP wird jetzt von einigen Journalisten neu buchstabiert.
FDP fast 3%. Diese altehrwürdige Partei, die ist verkommen zu einer Mövenpick-Partei, zu einer Lobbypartei für Leute, die ihre Wahlkämpfe bezahlen und bezahlt haben. Das, sage ich euch, ist keine Verantwortung für die Zukunft dieses Landes. Ich sage sogar, das ist nicht einmal Politik und deshalb wird das nicht gebraucht. Und genau deshalb werden die Wähler in diesem Jahr bei mindestens noch 6 Landtagswahlen, die wir vor uns haben, genau deshalb werden die Wählerinnen und Wähler dieser FDP die Quittung erteilen. Und es wird eine harte Quittung werden, da bin ich mir sicher, liebe Genossinnen. Reden und Handeln, das hat in dieser Regierung nichts miteinander zu tun, das habe ich euch gesagt. Sie reden in den Sonntagsreden von Gemeinsinn, von Gemeinwohl und tun im Alltag genau das Gegenteil. Wenn die den Menschen mit 4 Euro, mit 5 Euro Stundenlohn sagen, das ist erstmal genug für euch vom privaten Arbeitgeber und den Rest holt ihr euch vom Amt. Was soll daran Gemeinsinn sein? Oder wie stärkt das den Gemeinsinn, wenn Schwarz-Gelb gerade den Langzeitarbeitslosen, die Rentenversicherungsbeiträge streicht und damit die Altersarmut schon vorprogrammiert? Das ist die Politik derjenigen, die im Wahlkampf immer wieder kleben, Leistung soll sich wieder lohnen. Ich finde das nur noch zynisch. Warum zynisch? Wie soll denn der Vater am Monatsende seinem Kind erklären? Ich bin da zwar 4 Wochen unterwegs gewesen, jeden Morgen in den Betrieb gegangen, aber am Monatsende muss ich es auf Amt gehen und mir ergänzende Stütze holen. Das missachtet doch alles, eine solche Politik missachtet doch alles, was unsere Gesellschaft im Inneren zusammenhält. Und sie missachtet die Selbstachtung der Arbeitnehmer, die doch auch zur Würde in der Arbeit gehört. Ich will nicht mehr, liebe Genossinnen und Genossen. Ich will nicht mehr, aber auch nicht jener. Ich will nicht mehr, aber auch nicht weniger, als dass jeder, der zur Arbeit geht, von seinem Einkommen aus der Arbeit, von seinem Lohn, verdammt noch mal leben kann. Das gehört zur Würde der Arbeit. Ja, und dann hat Florian gesagt, dann haben wir hart gestritten über die Löhne bei der Zeit- und Leiharbeit. Viele Umfragen habe ich gesehen in den letzten Tagen. Hat sich dieser Vermittlungsausschuss eigentlich gelohnt? Und viele haben den Kopf darüber geschüttelt, dass da Politiker miteinander verhandelt haben, 7 Wochen lang miteinander zu keinem Ergebnis gekommen sind, Gespräche immer wieder abgebrochen worden sind. Aber noch mal hier, weil ich die Gelegenheit dazu habe. Natürlich ging es auch um die Regelsätze. Aber um die Frage 5, 6, 7, 8 oder 9 Euro Regelsatz für Hartz-IV-Empfänger wäre vielleicht nicht 7 Wochen gestritten worden. Worum es doch ging, und das ist doch absichtsvoll vernebelt worden, dass diese Regierung, dass die Union und die FDP gerade keine Verständigung über Mindestlohn bei der Zeit- und Leiharbeit wollte. Deshalb haben wir verhandelt und deshalb haben wir nicht nachgegeben. Flexibilisierung der Arbeitszeit, die notwendig war vor 5, 6, 7, 8 Jahren, das war doch ein Angebot an Unternehmen. Wenn ihr Auftragsspitzen habt in einem Jahr, dann könnt ihr die auf diese Weise abfedern. Aber Leih- und Zeitarbeit, das war doch keine Anregung. Das war doch keine Anstiftung dazu, diese Möglichkeit zu missbrauchen und mit Leiharbeit ganze Stammbelegschaften nach Hause zu schicken und zukünftig mit Dumpinglöhnen zu arbeiten. Das muss ein Ende haben, liebe Genossinnen und Genossen.